Hey Leute und herzlich willkommen zur Minecraft Snapshot Vorstellung 14W04A. Und ich zeige euch ganz schnell mal, was so neu dazugekommen ist. So, wir befinden uns jetzt auch schon in-game und ja, als allererstes kam hier unter den Optionen ein neuer Knopf oder Button hinzu, und zwar ist das die Skin Customization, und hier kann man halt einstellen, wie der Skin so angezeigt werden soll. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, ich möchte eigentlich gar nicht so gerne die Capes sehen von anderen Spielern, dann kann ich das hier ausschalten, oder ich habe hier auch die Möglichkeit, die Hüte auszuschalten und sowas halt. Also wenn ich das nicht möchte, kann ich das hier einfach unter diesem Skin-Menü ausschalten oder natürlich auch anschalten. Und es gibt natürlich auch noch andere Sachen, aber ja, das könnt ihr euch dann auch natürlich noch selber angucken. Dann kam eine Änderung dazu, die wirklich meines Erachtens nach wirklich sehr, sehr cool ist. Und zwar ist es jetzt möglich, Knöpfe... Oh, ich mache mich mal ganz kurz Game Mode 1. Und zwar ist es jetzt möglich, Knöpfe an Decken zu platzieren. Also es ist wirklich eine sehr coole Änderung, denn mich hat das persönlich oft schon gestört, dass ich meine Knöpfe nicht an Decken platzieren konnte. Und jetzt ist es möglich, wie man sehen kann. Also ich kann die hier ganz normal platzieren und es ist wirklich sehr, sehr cool. Was ebenfalls noch dazu gekommen ist, ist, dass wenn man, sag ich mal, Item-Frames hat und dort einen Gegenstand hat, ich habe jetzt einfach mal den Pfeil als Beispiel genommen, und man hinter diesem Pfeil einen Comparator hat, dann kann man damit ein Signal ausstoßen lassen. Warte, ich drehe, also ihr müsst natürlich auf den Gegenstand rechts klicken und man sieht, der Block geht rein oder raus. Ich weiß jetzt nicht, also ich kenne mich wie gesagt nicht mit Comparatoren aus, deshalb weiß ich nicht, wovon das abhängig ist, wann das Signal ausgestoßen wird, aber ich kann euch so viel sagen, dass es auf jeden Fall möglich ist. Gut, dann kommen wir noch zu einer weiteren Änderung, und zwar war es ja noch nicht möglich, sag ich mal, Eisengolem oder, weiß ich nicht, irgendwie Wither oder... generell einfach Golems spawnen zu lassen, und das ist jetzt ebenfalls möglich. Man kann jetzt mit Dispensern Golems spawnen lassen. Als Beispiel habe ich hier einen Eisengolem, und ja, ich habe das hier einfach so ganz simpel gemacht. Ihr müsst halt einfach die ganze Konstruktion schon aufbauen und dann einen Dispenser dahinter platzieren, wie man das sehen kann, in dem sich auch ein Pumpkin befindet. Und ja, dann lassen wir es auch einfach mal hier ganz kurz ausführen. Also wir führen das einfach mal aus, und man kann sehen, der Eisengolem wird gespawnt und backt gerade hier ein bisschen rum. Deshalb stoßen wir den nochmal raus. Und ja, eine weitere Änderung ist auch, dass Büsche jetzt Feuer auffangen können. Ist auch eigentlich ganz cool. Und ansonsten ist es jetzt auch ganz cool, wenn man, sag ich mal, eine Spitzhacke auf Loot verzaubert hat, also auf Glück, bekommt die pro Level 1%, sag ich mal, dazu. Also 1% eine Chance, mehr Drop zu bekommen. Also sozusagen, sag ich mal, weiß ich nicht. Also ich denke mal, das kann man sich ganz gut vorstellen, wie ich das jetzt meine. Also ihr bekommt, sag ich mal, pro Level immer 1% mehr Glück oder halt Drop. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So. Ja, und ansonsten hat sich noch etwas die Villager-API verändert. Darauf möchte ich jetzt eigentlich nicht so ganz genau eingehen, ist aber auf jeden Fall ganz cool. Und ja, schaut einfach mal selber in die Snapshot-Vorstellung, wenn ihr es unbedingt sehen wollt. Und was ebenfalls neu dazu gekommen ist, ist, dass ihr jetzt bestimmten Sachen Partikeln zuweisen könnt, soweit ich das verstanden habe. Sage ich jetzt mal, ihr habt Wasser oder irgendwie Lava, und dort wollt ihr diesen Enderperlen-Effekt drauf haben, also diese Partikel halt. Und das ist jetzt auch möglich mit dem Befehl, also zum Beispiel hier ist das Beispiel, das werde ich jetzt einfach mal einblenden, und also slash Partikel Lava 1.1, wie gesagt, ich kenne mich nicht mit sowas aus, ich befasse mich überhaupt gar nicht mit dem Map-Making, und deshalb könnt ihr das hier gerne mal ausprobieren. Ich denke mal, die Leute unter euch, die sich mit Map-Making auskennen, wissen Bescheid. Und ja, an dieser Stelle war es das auch eigentlich schon von der Snapshot-Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung hinterlassen könnt, wenn euch das Video natürlich gefallen hat. Und dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal. Haut da rein, euer Crafting Pad. Ciao.